Good morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 3. Februar. Ich grüße ganz herzlich und wir wollen wieder den FX-Markt unter die Lupe nehmen und heute speziell Yen. Also den Yen, beziehungsweise vielmehr ein Währungspaar, also eine Währung, die hier in Yen gehandelt wird. Und Sie sehen es hier schon am Screen. Wir wollen den kanadischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen betrachten. Wir hatten gestern auch schon auf einer Analyse zum Neuseeland-Dollar gegenüber dem japanischen Yen darauf hingewiesen. Hier mal kurz der Schwenk dazu. Das hier der Chart von gestern. Die Idee, dass wir hier leichte Rücksetzer sehen könnten, idealerweise an das Ausbruchslevel. Hier Schulter, Kopf, Schulter. Inverse Formation, hier eine Art Widerstandslevel. Das wurde hier am Freitag dynamisch durchstoßen. Und jetzt ging es dann zunächst am Montag auch weiter rauf. Gestern hier eine pure Ernüchterung. Und jetzt eben hier die Preisfrage, wie geht das weiter, beziehungsweise wie kann das weitergehen? Wir hatten gestern Daten aus Neuseeland. Heute in der Früh ging es dann auch hier schon gerade für die ozeanischen Pairs gut nach oben. Insbesondere der Neuseeland-Dollar profitierte hier. Und wir sehen, ja, den Neuseeland-Dollar gegenüber japanischen Yen hier auf Tageshoch aktuell. Die vergestrigen Verluste werden nahezu relativiert. Wir sind aber noch inside der gestrigen Kerze, wenn wir Hoch- und Tiefpunkte nehmen. Insofern mal abwarten, was passiert. Rein technisch gestern darauf hingewiesen, auch mit einer statistischen Auswertung, dass bis zum 19.02. hier anziehende Preise zu erwarten sind. Man darf gespannt sein, inwiefern es hier nochmal eine Chance gibt, hier einzusteigen im Sinne eines klassischen Pullbacks oder diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie tatsächlich hier schon den Weg weist. Ähnliche Situation beim jetzigen Paar vom Yen, von der Yen-Rieche, also hier Kanadisch-Dollar-Yen, was wir unter die Lupe nehmen wollen, denn der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen hat hier einen Widerstand bei 86,55 rund. Und ja, da ging es am Freitag dynamisch hoch, ähnlich eben wie bei den anderen Yen-Pairs im Sinne der Entscheidung von der Bank of Japan. Ganz klare Ausrichtung hier. Und insofern, der Hype setzte sich nicht so unmittelbar fort wie beim Neuseeländer-Dollar-Yen hier zum Wochenauftakt. Das ist hier das Sonntags-Opening, Montag, Dienstag. Dann hier der richtige Durchschlag nach unten. Hängt auch natürlich mit dem kanadischen Dollar zusammen, der dann hier auch entsprechende Bewegungen aufweiste. US-Dollar, Kanadisch-Dollar zum Beispiel gestern auch extrem zugelegt. Also der kanadische Dollar hier mehr oder weniger richtig unter Druck gewesen gestern. Und dann zusätzlich noch mit einer Yen-Stärke sieht das mal genau so aus, wie hier in dieser Tageskerze zu sehen. Letztlich hier an diesem leichten Widerstandslevel 0,86, 55, 65 hier letztlich gescheitert, jetzt nach unten gelaufen. Aber wir haben auch hier saisonal eine bullische Phase vor uns. Und diese startet explizit am 4.2. Ich zeige Ihnen mal einen kleinen Ausschnitt hier von der statistischen Performance zum Kanadisch-Dollar-Yen vom 4.2. bis zum 17.2. Hier statistisch während der letzten 14 Jahre festhalten, gab es hier 13 Treffer. Nur im Jahr 2013 wurde hier ein leichter Verlust generiert. Sie sehen auch hier die entsprechenden Ausschläge in den einzelnen Jahren. Und hier insbesondere eben bei Close am 17., 18.02. letztlich in diesem Bereich nur in einem Jahr einen Verlust. Und das spricht hier für eine Erfüllungstrefferquote von 93%. Das ist eine Hausnummer, meine lieben Zuschauer, wo man sagen muss, rein statistisch hat die jetzt vor uns liegende Zeit einen höchst, höchst bullischen Unterton. Allerdings, das Ganze beginnt erst ab 4.2. Und da reden wir eben hier über den Schlusspreis vom 4.2. Das heißt, der heutige Tag vorübergehen, der morgige Tag vorübergehen und dann 23 Uhr, 0 Uhr am morgigen Tag. Also praktisch, wenn die Session wechselt, wäre hier ein Einstieg unter diesen statistischen Parametern denkbar, die dann eben hier eine sehr, sehr stabile Performance an den Tag legen mit eben einer hohen Erfüllungsquote. Die 93% zeigen natürlich auch hier das Jahr 2013, dass es auch Verlustphasen geben kann. Und das kann natürlich auch dieses Jahr der Fall sein. Aber so ein Stück weit haben wir hier einen positiven Unterton. Bei den Yen-Pairs dennoch nie vergessen. Ganz wichtig, hier den Aktienmarkt im Auge zu behalten. Die Korrelation ist hier enorm. Also hier eine entsprechende Schwäche an den Aktienmärkten führt immer zu einer Aufwertung des Yens, so eine Art Kapitalflucht. Und genau das führt dann entsprechende Währungspaare, die in Yen gehandelt werden, unter Druck. Und insofern muss man immer aufpassen, was der Aktienmarkt macht. Sprich, gibt es Erholungsimpulse am Aktienmarkt, ist davon auszugehen, dass auch der Yen schwächer wird und entsprechend Yen-Pairs aufwerten. Gehen wir jetzt von der saisonalen Stärke aus, die sich übrigens bei vielen Währungspaaren von
Anfang Februar anzeigt. Das geht querbeet ein, dann kann man den Neuseeland-Dollar, Yen, Austral-Dollar, Yen, Euro-Yen, US-Dollar, Yen, Schweizer Franken, Yen, CAD-Yen. Die haben alle sehr, sehr bullisches Momentum über dem Februar. Ich zeige sie mal gerade hier, auch im statistischen Tool. Da kommt es rein. Hier sehen wir diese Währungspaare. Das ging sogar schon im Januar los, Ende Januar. Hier sind die Patterns zwar nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle, von den Quoten her, aber sehen Sie, das 31.01. bis 4.02. hier ist alles Yen durchgesiebt durch die Reihe. Und das ist natürlich eine Situation, die muss man sich hier mal vor Augen führen. Rein statistisch eben hier eine sehr, sehr klare Phase für eine Yen-Schwäche. Das muss aber mit dem steigenden Aktienmarkt einhergehen, sonst passiert da nichts in diese Richtung. Und hier auf das Währungsplakat Yen bezogen, wie gesagt, 4.02. Entry-Punkt, das können wir hier sehr schön in Guidance mal fix machen mit einer Linie, das wäre der theoretische Exit 17.02. und hier der theoretische Entry. So, in dieser Spanne müsste es eine starke Aufwertung geben beim kanadischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen mit im Schnitt 131 Pips Performance. Ja, der größte Profit belief sich hier auf 373 Pips, 337 Pips. Nichtsdestotrotz haben wir hier eine bullische Phase, ohne das jetzt zu sehr in Stein meißeln zu wollen. Idealerweise würde ich, aber wir sind nicht im Wunschkonzert, aber rein technisch wäre es ähnlich wie beim Neuseeland-Dollar-Yen hier sehr, sehr zweckdienlich, einen kleinen Pullback zu sehen an dieses Unterstützungslevel. Also sprich, die gestrige Schwäche hätte sich heute idealerweise fortsetzen sollen. Vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es morgen, man weiß es nicht. Aber hier dann in diesem Bereich 84 Yen etwa aufpassen. Hier wird es sehr, sehr interessant. Wenn das Paar wirklich hierher kommen sollte in diesen Preisbereich, dann muss man sagen, wäre das hier eine Buying Zone. Und dann dürfte es hier dann eben entsprechend aufwärts gehen, sogar gegebenenfalls darüber hinaus. Aber Sie sehen hier diese Abwärtstrendlinie auch kommen. Zumindest kurzfristig wäre das hier eine sehr, sehr schöne Chance. Wir gehen jetzt mal vom idealen Pullback aus in diese Richtung. Ja, das wäre hier eine enorme Aufwertung. Da haben wir natürlich deutlich mehr als hier die 130 Pips zu Buche zu schlagen. Ja, das, wenn es richtig abgeht, spricht hier schon für eine enorme Performance von ja, fast 500 Pips, wenn es denn so kommen sollte. Aber mal abwarten, was passiert. Rein technisch haben wir, wie gesagt, hier diesen Abwärtstrend aufliegen. Bis dahin sollte es gehen, wenn wir hier einen schönen Boden finden. Wie gesagt, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Die heutige Erholung ist erstmal gesetzt. Idealerweise kann das Währungspaar jetzt hier daran anknüpfen, muss nicht nochmal zurücksetzen. Ja, dann kann es natürlich hier auch Step by Step gleich so eine Bewegungsimpulse geben. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, rein technisch und auch statistisch könnten wir ruhig nochmal ein neues Bewegungstief sehen. Ob es so kommt, werden wir abwarten müssen, aber der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen in jedem Fall in einem sehr, sehr interessanten Muster. Und insofern mal aufpassen, was der heutige Tag, morgige Tag noch bringt. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Ich hoffe, Sie hatten bislang auch ein gutes Händchen im frischen, noch frischen Handelsjahr. Wir haben ja erst Februar. Von daher hoffe ich, dass Sie gut bislang ins Jahr gestartet sind. Wenn Sie mögen, schalten Sie doch nachher zum JFD-Devisenradar-Webinar ein, immer nachmittags 15 bis 16 Uhr. Da werden wir heute ja auch die anderen statistischen Yen-Pairs mal unter die Lupe nehmen. Und ansonsten können Sie sich natürlich morgen wie immer auf das nächste Devisenradar freuen. In diesem Zusammenhang sage ich mal auf bald und wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Zeit. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.